Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in der Fantasy Mod von 7 Days to Die in der aktuellen Version. Ich glaube, da hat sich auch nichts großartig geändert. Ich sehe gerade, wir haben einen Riss über der Tür. Ist ja gefährlich, wenn da eine Kiste dran hängt. Ne? Vielleicht sollte man die auf die nächste Stufe aufwerten. Ups. So, looten, looten, looten. Wir brauchen Zeug. Wir brauchen Material. Die hat mir eine Tür reingemacht, oder? Yes. Nice. Sehr gut. Hier müssen wir mal gucken, ob wir das eventuell rausschlagen, diese zerstörten Dinger, weil die würden ja, wenn ich sie aufwerte, so einen kompletten Block geben. Dass wir das vielleicht irgendwie ne, dann mit Ramps ersetzen oder sowas in der Art. Oh, super. Bitte nicht kaputt gehen. Ne, geht. So. Hier müssen wir vielleicht noch zumachen. Das nervt mich massiv, wenn hier die Leute dann über das Haus reinkommen. Sitzt der Homestone noch? Der scheint noch zu sitzen. Der sitzt doch hier irgendwo über der Treppe, oder? Der ist auch noch aktiv. Nice. So. Oh, ich sehe wieder die Umrandung. Das ist nicht gut. So, machen wir aus. Haben wir hier noch Feuer drin? Fire Spells. Können wir die rauscraften? Theoretisch ja. Hey Spiel, was ist los? Nicht abstürzen. Danke. Gut, in 4 Minuten kommt hier noch, kommt noch Munition für unseren Feuerzauber ran. Der ist ja echt gut, muss man sagen. Also das wird uns ja einiges erleichtern. Außerdem haben wir noch diesen verstellten Bogen. Wo immer anscheinend noch nicht das Fadenkreuz sitzt. Ich würde mal gerne gucken, wo der Pfeil landet. Ich meine, dass er weit unten links landet, aber naja. So, wir gehen mal ein bisschen looten, würde ich sagen. Und wir müssen 3 Bären killen. Das ist ja was, war schwierig, ne? Also, was haben wir denn noch? Wir haben gar keine Aufgaben, keine Quests oder sowas in der Art. Das wundert mich so ein bisschen, ne? Da kommen wir aus Ravenhurst, wo man permanent zugeballert wird mit neuen Aufgaben. Wir können ja mal hier dieses Loothaus durchnehmen. Wie kommen wir hier irgendwie rein? Ich weiß gar nicht, wo hier der Eingang ist. Ah, jetzt weiß ich, wo der Eingang ist. So, haben wir alles. Uns geht's gut. Wir haben eine Bandage am Start. Alles klar. Go. Meint das hier? Genau. Hunde am Start waren. Ich erinnere mich nämlich. Das sollten wir als erstes ausloten, ob hier irgendwo ein Tier rumsteht. Dann nicht, okay. Das ist nämlich eine Vanilla, wie nennt man das? Vanilla, Prop oder Location. So, haben wir ein Messer? Wir haben gar kein Messer. Warum haben wir kein Messer? Gab es hier nicht ein Knife irgendwie? Wood Knife? Okay, wir nehmen die Axt. Da ist ein Knochen. Hey, hör auf. So. Den Hammer brauchen wir erstmal nicht. Okay. Und auseinandergenommen. Sehr schön. Weiter geht er. So ein bisschen. So FPS-technisch hier unten nicht so geil. Zu viele Zombies, beziehungsweise wahrscheinlich Hunde unterwegs. Hier ist auch Eisen im Boden, so wie es aussieht. Das sollten wir auf jeden Fall mal... Sollten wir auf jeden Fall mal... Noch nicht so ein Krach hier. Im Hinterkopf behalten. So, Bogen in die Hand und ab an die Leiter. Dahinter jemand? Nö, oder? Oh, war vielleicht nicht so smart, hier gegen zu klopfen. Locked.
Oh. Alter Vater. Alter Vater. Was habe ich für eine Taste gedrückt? Was ist das? Wow. Panik, Panik, Button, Button Smash. Steht er in der Waschküche und wartet auf einen. Hier ist niemand. Oh Gott. Kurz Herz gehüpft, ey. Schuhe. Ohne Kappe. Oh, warte mal. 3, 2, 4, 4. Alles klar. Baseball Cap. 3, 9. 2, 2. Zieh mal an. Kann man nichts draus machen. Okay. Alles klar. Was haben wir da oben? Ne, ist kein Rucksack. Okay. So, müssen wir mal schnell durchlooten hier. Das ist ein bisschen interessant, dass man jetzt überhaupt gar keine Aufgaben hat in dem Spiel. Also, entweder habe ich eine Questreihe übersehen oder es ist einfach so. Ich kann mich gar nicht erinnern. War das denn eine Fantasy-Mod? Gab es hier keine richtige Questreihe beim letzten Mal? Bisschen irritierend. Hier? Ja, da scheint das Licht durch die Wand. Das ist bei Ravenhearts finde ich das nämlich gerade gut, weil man so ein bisschen geführt wird in dem, was man als nächstes machen könnte. Und hier habe ich nur diese Kill Bears Request jetzt. Ich meine, Bären finden. Ich habe, glaube ich, bis jetzt noch keinen einzigen Bären gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Sau. Naja, immerhin essen, ne? Brrr, Level up. Wo? Oh. Wahrscheinlich draußen. Hörst doch, ist hier hinter? Oder hier raus? Schlagen wir die Wand ein. Ich meine, das beim letzten Mal war doch so eine richtige Questreihe. Aber naja, wir werden es erleben. Da ist doch jemand dahinter, 100 Pro, oder? Der geht's aufs Dach. Ich höre Adler. Oh, fuck, Bro! Oder ich höre eine dicke Frau. Geh weg! Oh, das war kein Adler. Das war die Dame des... Oh! 25-2. Gegen Heat Resistant. Ich nehme den Duster. Komm, scheiß drauf. Was haben wir hier? Overall? 6-4? 2-2? Geil. Was werfen wir weg? Wir trinken mal was. So. Sind wir schon wieder maximal überfüllt. Naja. Da ist er doch. Hä? Ein Adler im Bad. Hä?
62 Federn. Ja, leck. Boah. Das ist aber eine Menge. Okay. Ich bin relativ voll. Ob das so gut ist zum Looten? Ein Bartler, genau. Adventure Bartler. Nein, das war... Wenn hier mal nichts auf dem Dach ist. Ich höre eine Kreischerin, meine ich. Wow, okay. Nice. 62,45. Nee. Das fliegt aber schneller, hat aber weniger Schaden. Nee, der Bogen ist schon ziemlich geil. Das mit dem Überladen nervt gerade so ein bisschen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir vielleicht doch droppen. Oder ich gehe nochmal schnell nach Hause. Ein Zauber oder sowas. Ich glaube, ich gehe nochmal schnell nach Hause. Oder? Wir gucken mal ganz kurz hier oben rauf. Ist hier? Was ist das? Oh. Irgendwas will rein. Klang wie ein fetter Bär oder sowas und war nur so ein kleiner grüner Kobold. Hier ist auch noch so einer unterwegs. So, Inventar maximal voll. Ja, ohne Kreischerin. Ich hoffe, dass sie mich nicht gleich sieht und losplärt. Hier, Baywatch. Der Aussichtsturm. Moldy Bread. Gunpowder. Habe ich denn noch Skillpunkte? Oh, ich habe noch 4 Skillpunkte. Wo war denn das? Hieß der anders? Ich verwechsel langsam die... Nee, Mother of Load. Oder? Nee, Mother of Load ist die, sind ja die Sachen, die Ressourcen. Wo war Pack Mule hier oben? Strength 5. Aber es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr reichen, oder? Naja, immer nur noch 2 überladen, ne? Da können wir jetzt mal überlegen, ob wir irgendwas raushauen. Salz, Cloth Fragments, vielleicht was essen. Oh, da bin ich bei 145, das ist ja totaler Quatsch gewesen. Naja. Hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen, wie weit wir da sind. Der Bubble, Sticks, keine Ahnung, Glass Jar, Bottled Murky Water, das sollte man nicht trinken. Was, Potassium, komm. So, schon sind wir nicht überladen. Sind wir schon durch hier mit der Loot-Action? Sieht bald so aus, oder? Da unten ist nur so ein Hinterhof. Ja komm, dann bringen wir mal den Schlüssel nach Hause. Wo ist denn die Kreischerin? Da ist er. Steht die noch auf? Steht nicht auf. Nice. Alter, was war denn das? Werde ich bombardiert? Dieser Bogen, da stimmt was nicht. Okay, vergiss es.
Du. Da ist irgendein Auto explodiert. So, wir bringen mal schnell den Loot nach Hause. Bin mich hart überladen. Also, jetzt geht's ja wieder, aber trotzdem bringen wir den Loot mal nach Hause, damit wir dann wieder Platz im Inventar kriegen. So. Müssten sich hier auch nochmal ein paar Sprüche befinden. Und dann haben wir hier was zu essen. Wir haben keinen Platz. So. Knochen haben wir ordentlich vergammeltes. Das können wir mal rausnehmen hier, die Baumsetzlinge. Die müssen wir mit uns rumtragen. Die Glücksbaumsetzlinge. So. Duct Tape. Ist hier nicht auch Büchsen drin? Ja. Kaffee kriegen wir auch noch da rein. Ach, das sind Kaffee-Seeds, okay. Bottlemarke Water, die können wir eigentlich mal, wo war denn hier der Fokus? Bisschen doof mit dem Feuer irgendwie, ne? Das ist irgendwie... Hallo? Easy to use hier. Irgendwie gibt es so einen ganz kleinen Fokus. So, dann können wir das hier schon einkochen. Tallow können wir machen. Ich weiß zwar nicht wofür. Brauchen wir Tallow? Egal, wir kochen es ein. Stackt ja dann. Gut. Hier hatten wir Sprüche und Werkzeuge drin. So, zack. Lightning Spell. Ach Moment, das ist ein Spell. Nee. Das ist wieder Fire Spell. Okay, alles klar. Was haben wir hier noch drin? Da haben wir noch Klamotten. Nee, die haben wir. Können wir die nicht scrappen? Wieso können wir die nicht scrappen? Das ist doch Blödsinn, dass ich die aufhebe. Komm her. Alles grauer. Den Lederponcho heben wir mal auf. Alles grauer Kram. Müllen wir hier mal ein bisschen rum in der Hütte. Wood Debris. Ich habe keine Ahnung. Das können wir ja hoch machen. Kohle, Dit, Papier machen wir hier mal rein. Den Bogen. Die pflanzen wir jetzt gleich ein, die Sachen. Und die Pflanzen, die roten, damit können wir was kochen. Noch mal schnell den Fokus finden. Und Bottled Water. So, noch ein bisschen Red Tea. So, die beiden Sachen pflanzen wir ein. Das Eisen und die Nägel brauchen wir eigentlich auch nicht mitnehmen. Machen wir jetzt erstmal hier rein. Gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall größere Kisten machen. Das wird auf jeden Fall wichtig. So, 18.07 Uhr. Ein Haus geht noch, wa? Vielleicht hier beim Nachbarn direkt. Hoffentlich bald ausgetauscht, der Sound. Der Lichti, der Entwickler von der Mod, der war letztens bei mir im Stream, der hat schon gesagt, der hat da schon einen neuen Sound. Und es ist fest vorgesehen, dass dieser Sound ausgetauscht wird, weil das ist ja... Ach, dahinter bist du. Ah, guten Tag. Ich wollte gerade zu dir rüberkommen. Oh. Dieser Sound ist wirklich nervig. Da was drunter? Was meint ihr? Oder würde man das sehen an der Kante? Wahrscheinlich, oder? Ja, nee, das würde man wahrscheinlich sehen. Nochmal schnell im Klo wühlen. Sehr gut.
Da hinten ist noch ein Vieh gerade gespawnt. Oh, Spinni. Irgendwie ist der Bogen doof. Ich meine, er hatte dann einen mordsmäßigen Schaden, aber der so viele Pfeile, wie ich verschieße. Ist hier eine Kuh drin? Ja, da sitzt einer. Cowboy. Habe ich eigentlich eine. Was habe ich für ein Dings auf? Baseball Cap 3,9. 4,13. Ja, perfekt. Kann man. Bevor ich sie wieder mitschleppe, ist ja auch Quatsch. Hier irgendwas drüber? Nein. Ja, der Bogen ist irgendwie verstellt. Irgendwie der Punkt der Mitte ist links unten. Und alle die behaupten, ballistischer Bogen, I know that. Aber es passt trotzdem nicht. Oh! 8. 8. Einfach nur Schutz. Hm. Oh, was denn das? Ach du Kack. Alter. Was ist das? Arschboden. Riecht überall ein. Oh oh. Hallo? Spider. Ui. Der Boden ist aber echt totally broken hier. Noch eine Wrench. Nice. So, 19:02 und die Spinne steht vor der Tür. Kommt die jetzt hier rein? Ich habe Office Chair, ne, den brauchen wir nicht wirklich. Eine Toilette haben wir ausgepackt. Ich bin begeistert. Ja, das war's, wa? Was knurrt denn hier so? Auf jeden Fall ist es auf der anderen Seite. Oh, ein Footed hier. So, 19:24, nicht die Zeit vergessen. Das interessiert mich aber trotzdem, was hier so knurrt. Also dieses Geräusch, dieses dürfte eine Spinne sein. Da ist noch eine Schlange davor. Oh, das treffe ich niemals mit dem Bogen. Ist das die Kuh? Die Spinne auseinandernehmen. Wegen dem Spinnensekret. Okay.
So, ah, da ist es. Seht ihr? Da ist eine Ratte. Und da ist das Vieh, was eben so einen Krach gemacht hat. So ein Flugpanther-Saurier. Ich glaube, das war das. So, den Ochsen greifen wir ganz sicher nicht an. Die Heimat ist da oben. Ich bin mir gar nicht so... Drei Bären killen. Was ist das? Ist das eine Quest, die grundlegend hier im Spiel drinsteckt? Oder ist das eine Quest eventuell aus der Vanilla oder so? Nicht, dass das irgendwie mehr oder weniger sinnlos ist. Oh, ein Apfelbaum. Wie geil ist das denn bitte? Das sehe ich ja zum ersten Mal. Das ist ja cool. Lecker Apfelbaum. Cool. Screenshot. Oh, ist ja wohl klar. So. So, jetzt die Frage. 1954. Noch eine Hütte mitnehmen? Das Haus daneben? War ich da schon mal drin, oder? War ich hier nicht schon mal drin? Nee. Nee. Iggy. Gemeingefährlich, ja. Ja, mit den Aufgaben ist so ein bisschen schade. Irgendwie erkunde deine Umgebung. Wir hatten hier doch um der Umgebung hatten wir Schnee, oder? Genau, wir hatten Schnee wegen was zu trinken. Also da müssen wir uns auch keine Gedanken machen, weil ich am Anfang dachte, ja, wir brauchen ja ein Haus, wo wir vielleicht auch eine Wasserquelle nebendran haben. Aber durch diesen Schnee haben wir ja eigentlich alles, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht im Boden krachen. Denn die Hütte ist so ein bisschen einsturzgefährdet. Uhr. Toilette looten, auf Toilette gehen. Endlich auf Toilette. Schön. Und keine Spinnen, wie bei mir zu Hause. Die aus der Decke fallen. Okay. Oh. Ah, wir haben schon welche. Lootbonus plus 50. Dann wissen wir ja, was wir anziehen. Ich weiß, die andere hat Agilität gegeben, aber das passt schon. So, ihr Lieben, es ist jetzt Nacht. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. 29 Minuten, boah, wurde die Zeit vergessen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.